Hallihallo, liebe Freunde, bei einer neuen Runde Elite Dangerous. Ja, wir befinden uns auf der Garrett Station. Ich bin verbotenerweise wieder ein bisschen offscreen geflogen, einfach mal, um hier ein bisschen das System noch zu erkunden. Ich wollte eigentlich noch einen Auftrag machen, hat aber leider von der Zeit nicht funktioniert, weil mir mein Real Life ein bisschen in die Quere gekommen ist. Deshalb starten wir hier von der Garrett Station. Wir sind in irgendeinem wilden Sternensystem und werden jetzt mal schauen, ob es hier irgendwelche Aufträge für uns gibt. Gehen wir ins schwarze Brett rein. Ich würde gerne mal wieder ein paar was Legales machen. Einfach nur, damit hier unser Rang wieder ein bisschen steigt. Hier hätten wir schon was für 12.000. Leichtgut-Transport gesucht, Zielsystem. Nee, ne? Wer hat denn dieses System benannt? Okay. Quartenots. Wir haben eine Ladung Nahrungskartuschen reinbekommen. Okay, Nahrungskartuschen, das kommt in das System. Hier wird es noch was geben. Das sind persönliche Waffen. Und zwar im System BD0443. Das schauen wir uns erstmal an. Das ist dann galaktische Karte. So, BD 044344, ne? Oder? 034344. Galaktische Karte nochmal reingehen. Wie viele Sprünge brauchen wir denn bis dahin? 1, 2, 3, 4. Ne, 1, 2, 3. Okay, mit den Waffen könnten wir da rüber fliegen. Wo wäre denn Anali? Das heißt wirklich so, es tut mir leid, Leute. Ihr habt es selber gesehen. Das Sternsystem heißt halt echt Anali, ne? Okay, das geht da runter. Wo ist denn... Oh krass, wie weit wäre denn Anali bitte weg? Da ist es. Eins drüber, ne? Ja, da ist es. Aber da können wir mit den Waffen nicht reinfliegen, ne? Oh, das gibt natürlich mehr. Ach komm, nehmen wir, gibt mehr Kohle. Den können wir ja danach machen eigentlich, ne? Wie viel Zeit? 5 Stunden, den nehmen wir auch an. Dann fliegen wir danach nach Anali, okay. Verlassen. So, galaktische Karte. Ach, wie hieß denn. Ach. Mein Gott, ich bin schon wieder verwirrt. So, da wollen wir hin. Zack. Systemkarte und. Da wollen wir hin. Dann starten wir unser Moped mal, damit wir hier schnell von der Garrett Station runterkommen. Wir haben jetzt geladen. Persönliche Waffen. Gut, die sind hier auf der Station nicht verboten. Das ist schon mal gut. Nicht, dass wir hier auseinandergeschossen werden. So. Ja, dann fliegen wir mal. Was macht er hier? Steht in der Gegend rum, okay. So. Jetzt müssen wir wieder an der Station vorbei. Wenn wir mal aufpassen, nicht, dass wir da dagegen dutzen. Ja. Ja, toll. Okay. Fliegen wir noch eine Runde um die Station. Wow! Was zum Henker? Bin ich jetzt gegen die Station geflogen oder ist mir einer reingeflogen? Da ist mir noch einer reingeflogen, oder? Alter Schwede. Warum tust du sowas? So, dann springen wir mal nach LTT 15820 mit unserem Frameshift. Auf geht's, ab geht's. Engage. Puh.
Hui! Pam, da sind wir da. Weg von der Sonne. Wir haben den Treibstoffsammler hatten wir im anderen, in der Seitenwinde drin. Hier in der Viper habe ich keinen Treibstoffsammler. Das muss ich mir auch nochmal überlegen, ob ich das denn... Beziehungsweise können wir auch als nächstes nicht einen Treibstoffsammler kaufen, weil wir ja den nicht Platz haben, sondern wir kaufen uns einfach einen neuen Tank mit mehr Power. Das wäre doch mal eine Möglichkeit und das werden wir, glaube ich, auch machen. Na komm, spring raus. So, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, wenn wir hier mit der illegalen Ware unterwegs sind, dass uns keiner aus dem Frameshift rausholt. Ist schon ab und zu vorgekommen. Ich konnte auch schon, hätte auch schon den Scanner kaufen können, mit dem wir andere Leute aus dem Frameshift holen können, aber... Ah, ich will mich da noch nicht so wirklich... dem Feuerkampf stellen. Okay, hier gibt's nichts zum Scannen. Zu nahe für sichern, was? Ach so, okay, wir sind schon... Hä? Ach, ich bin schon im richtigen System, Mensch. Das hätte ich jetzt fast gar nicht erkannt. Da müssen wir nur noch hinfliegen. Und danach irgendeinen Auftrag annehmen, der Richtung Anali geht. Ja, damit wir hier noch ein bisschen im Rang aufsteigen. Wir haben nämlich jetzt hier, ihr seht's, Handelsrang Krämer bei 97% und auch Erkunderrang total planlos bei 2%. Kampfrang noch gar nichts, weil wir eigentlich eher auch noch friedliebend unterwegs sind. Wobei ich auch ehrlich gesagt noch eine Weile bleiben möchte. Ich mir den Feuerkampf nicht so wirklich vorstellen kann oder das noch gar nicht zutraue. Vielleicht auch mit einem Kumpel mal das Ganze ausprobieren. Sich gegenseitig abzuballern einfach. Ich bin schon wieder viel zu schnell. Oh Gott, ich bin schon wieder zu schnell. Wow, was zum... Oh, wenn mich wieder einer... Hör auf, mich abzufangen. Alter. Komm, bleib drin, bleib drin, bleib drin, bleib drin. Bleib drin, bleib drin. Komm schon, komm schon, komm schon. Und bam. So, wo muss ich hin? Jetzt bin ich natürlich vorbeigehämmert, ne? War klar. So, runterbremsen, bremsen, bremsen, bremsen. Oh Gott, wir sind zu schnell. Oh Gott. Uiuiuiuiui. Naja, obwohl. Nein, passt. Haha, super. Aber warum? Zeigt er denn da unten links? Wir sind immer noch, eigentlich immer noch zu schnell. Mal kurz zwischenladen hier. Scanner einschalten. Pending. Ich weiß zwar noch nicht, was es bedeutet. Ich glaube einfach, dass wir hier nichts mehr, dass hier alles schon gescannt ist. So, der ist hinter dem Planeten, ne? So wie es aussieht. So, jetzt aufpassen, dass wir von der Erde, von der Anziehungskraft von dem Planeten nicht beschleunigt werden. So. Ja, da müssen wir außen rum bleiben. Können wir ein bisschen beschleunigen. Ich brauche noch nicht bremsen, was will er denn? So. Oh, was? Warum zählt er jetzt hoch? Hallo? Warum zählst du hoch jetzt gerade, Kumpel? Was tust du denn da? Okay.
kann ich jetzt nicht beschleunigen, weil ich in der Nähe von dem Planeten bin, oder? Echt jetzt? Nein, jetzt wird er wieder schneller. Jetzt geht's wieder. Mai, oh Mai. Ich bin an einem Planeten vorbei jetzt. Was ist denn hier mit Beschleunigen, Junge? Du machst mich crazy. Ich kann nicht mehr beschleunigen. Doch jetzt, aber irgendwie. Ist was kaputt? Ne, wir sind bei 100%. Drei Ringe Schild haben wir. Verstehe ich nicht. Naja, wir sind ja gleich da. Ja, ich bremse doch. Bleib doch ruhig. Oh, das wird knapp. Nein, das geht gut, das geht gut. Und Dropout. Und Piu! Habe die Ehre! Alter, wie dreht sich denn dieses Teil hier? Passt, können wir gleich reinfliegen. Alter. Alter, die Mine. Oh, wir kommen schnell rein, wir kommen schnell rein, wir kommen schnell rein. So. Zack. Passt, läuft. Bisschen schnell. Nur noch ein bisschen schnell. Passt. Sternenhafen Dienste und dann werden wir die heiße Ware gleich wieder los. Schwarzes Brett. Na komm. Zack. Oh, wir haben Unruhen. So, verfügbare Mission. Zielsystem, keine Ahnung. Notfallgruppen hier. Natürlich nur für Mediz. Für 9000 ist ja gar nichts, ey. Nee. Das mache ich nicht. Zielsystem STKM 11767. STKM, wo bist du denn? STKM. Ach du Scheiße. Da unten. Nee, wir fliegen zurück nach Anali da. Auf geht's. So, was ist das eigentlich? Erkundungsdaten kaufen. Negativ. So, da fliegen wir hin. Was? So, zack. Anlagenwirtschaft, Importe, Bauxit, Rutil und mikrobielle Öfen. Bauxit, Rutil und mikrobielle Öfen. Warenmarkt. Bauxit. Mikrobielle Öfen. Nicht kontrolliertes System, okay. Ja, haben wir gar nicht, ne? Gibt's ja gar nicht. Nö. Können wir gar nichts mitnehmen, du. Ja, okay, dann fliegen wir leer. Macht doch nichts. Gibt's ja noch Ausrüstung? Wir haben ja ein bisschen Kohle jetzt. Ich würde gerne noch einen Treibstofftank kaufen, ganz ehrlich.
damit wir ein bisschen weiter fliegen können. Bitte warten. Na komm. Hallihallo, Hallöchen. Innen, wo sind wir denn? Frameshift haben wir schon, Schubdüsen haben wir. Kraftwerk. So, Treibstofftank. Kein Inventar für gewisses... Ah, damn. Innenbereich. Frachtgestell 4. Nein. Hier gibt's ja gar nichts, Leute. Aufklärungsscanner können wir mal... Können wir mal... verbessern. Frameshift, ne, habe ich ja schon. Was wollte ich jetzt? Ich wollte... Ach, den Aufklärungsscanner. Treibstoffsammler, ne, hier gibt's ja gar nichts, ey. Schildgenerator. Gibt's hier was Besseres? Schild... Nein, ich brauche Schildgenerator, das ist E. Klasse 2. Landecomputer. Schildgenerator. D, Klasse 2. Schild. Generator C. D, Klasse 3. Intaktheit. Schildzelle, Schildgenerator B, Klasse 2. C, Klasse 3. Verstehe ich nicht. Ach, der hat weniger Masse, ne? B, Klasse 2. Ja. B-Klasse 2. Gibt's da noch was Besseres? Nee, dann nehmen wir den doch, oder? Wandels. Schildgenerator. B-Klasse 2, den kaufen wir. Bestätigen. Merci. Was gibt's hier noch? Können wir hier noch was reinhämmern? Nee, können wir eigentlich auch noch was reinballern, ne? Abbaulaser haben wir schon. Kanone, Schienenkanone, Splitter, Raketenwerfer, Strahlenlaser. Ach komm, lass es sein. Düppelwerfer haben wir ja eh schon. Ah, zurück. Wir haben jetzt hier Kanone D-Klasse 1. Nein, wie heißt die jetzt? Och. Kanone. D-Klasse 1. Kanone. E-Klasse 1. Ja, okay, eine E-Klasse will ich nicht. Ja, Leute, dann fliegen wir weiter. Ach, jetzt habe ich wieder 25 Mal auf den falschen Knopf gedrückt. Starten! Ich brauche auf jeden Fall mehr Treibstoffkapazität. Auch wenn wir dann im Endeffekt mehr Masse haben, können wir trotzdem eigentlich weiter springen, weil mehr Sprit im Moped, ne? Okay. Ui. So, da geht's nach LTT. Wir sind auf dem Weg nach Anali. Finde ich immer noch mega gut. Und springen erstmal ins nächste System. Diesen Düppelwerfer haben wir immer noch nicht, der wird links angezeigt. Ich habe eigentlich noch gar nicht kapiert, wie der funktioniert. Okay, als nächstes möchte ich mal, wenn wir in Anali sind, versuchen wir tatsächlich mal was abzubauen. Ich möchte mal was abbauen. Okay.
Okay, frei ist hinter der Sonne. Gucken, dass wir nicht überhitzen hier. Ja, passt. Da sind wir schon auf dem Weg. Tschüss, Sonne. Oh, da ist noch eine. Verrückt. Es hört sich an, als würde er bremsen, aber er fliegt schneller, ne? Komisch. Komisch, komisch, komisch. Frameshift Drive. Und wieder fehlt mir mein Co-Pilot, der Wookie. Na? Der hier zwischendurch irgendwelche wilden Sachen sagt. So. Hitze bei 54%, das geht. Zack. So, wo ist das Moped? Irgendwo da oben. Da sind wir schon am Start. Frameshift verfügbar und Gas. Also es kommt mir vor, man sieht es jetzt rechts unten, überhalb der Massesperre, dass wir echt ein bisschen weniger verbrauchen. Ich ja einen neuen Frameshift gekauft habe das letzte Mal. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall möchte ich jetzt mal abbauen. Ich habe nämlich auch festgestellt, dass wir diese Aufnahmekralle von Haus aus an Bord haben, nämlich unten in der Frachtluke. Na? So, jetzt weiß ich nur nicht mehr, wie man die Frachtluke öffnet. Wir scannen mal kurz. Pending wahrscheinlich. Ja, Pending. Okay. So, wir kommen gut rein. An die Lee Horizons. So, wir müssen jetzt an diesem Planeten vorbeihämmern. Das machen wir auch. Nicht in die Schwerkraft reinkommen. Wow. Oh, das wird zu knapp. Mai, oh Mai, jedes Mal. Verstehe ich nicht. Na komm. Komm. Und Dropout. Gut, da können wir die Sachen... Hallo, hier ist Daddy. Wir scannen mal eine Runde. Okay. So, Lee Horizon, Kontakte, Landerlaubnis. Auf der Nummer 2, das könnte die da drüben sein. Ja, das sieht gut aus. Auf der Lee Horizons. Waffenfreie Zone, check. Massesperre ist noch nicht drin. Das ist die 2, das passt mir ganz gut. Landing Gear deployed. War. Cannot comply. Wo war denn? Wo war denn die Frachtluke, Mensch? Muss ich dann gleich nochmal in der Steuerung abchecken. Ups, ups. So, jetzt. Na, und... dann. Hallo auf der Lee Horizons. Auftanken für 100 Kröten. Das ist ja nichts mehr für uns. Dringende Lieferung. Abliefern.
Oh, die Hungersnot wird bekämpft. Das ist natürlich super. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich gut. Hier gibt es wieder. Gibt es hier eigentlich auch legale Missionen? Oder gibt es hier nur. Naja, okay, komm. System Ayoresi in den Antonio de Andrade. Okay. Ayoresi annehmen. Ich habe nicht mal gelesen, was wir transportieren, was mir eigentlich auch Hupe ist. Ein Transporter guckt nämlich nicht in das Paket. Ei. So. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Ja, und das machen wir. Und dann starten wir gleich wieder durch, weil dann gibt es nämlich gleich Kohle. Ach, jetzt hätte ich gleich hier noch gucken können, ob es hier Ausrüstung gibt. Naja, können wir auf der nächsten auch. Das macht ja nichts. So, Ayoresi. Da wollen wir hin, Massensperre ist weg und Gas. Waffenfreie Zone verlassen, läuft, zwei Kontakte. Ah, jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob wir hier abbauen können. Verdammte Axt. One. Ich muss echt sagen, dieses Spiel macht einfach süchtig. Ich kann es nicht anders beschreiben. Aber es ist leider so, ja. Oh yeah. Dann scannen wir doch gleich mal. Astronomische Objekte 6. So, wir haben noch 1200 Lichtsekunden. Dann werden wir erstmal drauf zuhämmern. Vielleicht schaffen wir es diesmal, direkt rauszuspringen. Er sagt jetzt schon bremsen. Bleiben wir mal bei 4. Aber er beschleunigt automatisch, ne? Du kannst auch nicht irgendwie. Also mit dem Joystick, denke ich mal, wird es einfacher, weil man dann auch den Schub eigentlich halten und regulieren kann. Obwohl ich nicht ganz verstehe, weil wir hier auch mit WASD diesen Regler da unten bewegen. Aber manchmal geht er einfach über diesen Regler hinaus. Verstehst zwar nicht warum, aber es ist so. Okay, wir haben noch 45 Sekunden und 700 Lichtsekunden. Bei 400 sollte man dann echt stark abbremsen, glaube ich, wenn ich das System jetzt schon langsam verstanden habe hier. Ja, nein, vielleicht. Ja, wir sind bei 400. Nee, wir sind noch gar nicht drin. Ich bremse trotzdem mal. 14 Sekunden. Steht da 10, 9. Auf 20C runter. Oh mein Gott. Sollten wir schon langsam stark bremsen. Sind auf 11 Sekunden. Es bleibt bei 11. Ich sehe schon die Annäherung, aber ich sehe noch keine Geschwindigkeit. Jetzt, da ist er. Okay, wir kommen langsam rein. 7 Lichtsekunden. Gleich nochmal nachscannen hier. Pending wahrscheinlich. Oh nein, wir haben gleich noch 4 neue. Ja, cool, Mann. Immer noch total planlos. Muss ich nochmal herausfinden, wie wir denn diesen Rang da etwas erhöhen können. Wir sind ja schon bei 2%. Ja, das heißt schon, aber ja, ist ja doch ein Fortschritt auf jeden Fall. Okay, wir müssen hinter dem Planeten. Vielleicht mal ein bisschen. Ja, ich bremse doch, Junge. Komm klar in deiner Bodywelt.
Zwei Planeten vorbei am besten. Jetzt kann ich wieder nicht beschleunigen, ne? Das ist der Planet. Hundertprozentig. Na komm schon. Ich komme echt zu langsam rein, ne? Das hier mit dem Dropout, das müssen wir echt noch ein bisschen üben. Ja, ist doch gut. Passt. Hä? Es ist eine Raffinerie. Warum ist das Teil so dunkel? Sehe ich ja gar nichts, ey. Okay, auf der 1. Da oben muss die 1 sein, wa? Da? Ja. Das hier 1. Das ist wieder das coole Zeichen hier. Landing gear deployed. Passt. Passt. So, gleich mal die heiße Ware loskriegen hier. Abriegelung steigt nach oben. Das ist schlecht eigentlich, muss ich sagen. Oh, hier gibt es wieder ein paar schöne Dinge, die nicht alles so mit ja, illegalen Sachen zu tun haben. Das machen wir allerdings beim nächsten Mal. Auch beim nächsten Mal kommen wir in das schöne Abbauen, also ins Mining rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.